Der Geschmack macht gleichsam den Übergang vom Sinnenreiz zum habituellen moralischen Interesse ohne einen gar zu gewaltsamen Sprung möglich, indem er die Einbildungskraft auch in ihrer Freiheit als zweckmäßig für den Verstand bestimmbar darstellt und sogar an Gegenständen der Sinne, auch ohne Sinnenreiz, ein freies Wohlgefallen finden lehrt. So hält das Schöne das gewaltige System zusammen und mildert die Strenge des Ganzen. Fünftens, Würdigung. Es fehlt hier der Raum, um zum gewaltigen Gedankenbau Kants in eingehender Erörterung Stellung zu nehmen. Es bleibt nur, sein Verhältnis zur eigenen Zeit wie zu den folgenden Zeiten in knappen Zügen zu schildern. Es dauerte eine Weile, bis Kants Zeitumgebung erkannte, wie sehr seine Leistung ihrem eigenen Streben entgegenkam. Aber als sie es erkannte, da fielen ihm weiteste Kreise mit heller Begeisterung zu und folgten den von ihm eröffneten Bahnen. Denn sein Werk schien das sie beseelende Verlangen nach Freiheit erst recht zu begründen und abschließend zu vollenden. Seine Denkart schien die Menschheit vom Druck einer ihr entgegenstehenden Welt zu befreien und ihr die Kraft zu geben, ihre eigene Welt aufzubauen. Auch die großen Dichter begrüßten diese Wendung freudig als eine Rechtfertigung ihres eigenen Beginnens. Überhaupt steigerte sie das Bewusstsein der Größe und Würde des Menschen und hob damit das Selbstgefühl der Zeit. Aber diese Begeisterung für Kant bedeutete keinen unbedingten Anschluss an ihn, denn eben indem die Nachfolger jene Befreiung zur entscheidenden Hauptsache machten, empfanden sie die Leistung als unvollendet und glaubten sie, das begonnene Werk über Kant hinaus fortführen zu müssen.